Hallo liebe Racers League und herzlich willkommen zur vierten Folge der Racers League News. Tja, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, war die Internetseite der Racers League vor zwei Wochen leider down und da hatten wir so ein bisschen Probleme mit der Informationsbeschaffung und deswegen haben wir mal aussetzen müssen mit den Racers League News. Also verzeiht uns bitte mal diese kleine Unterbrechung von jetzt zwei Wochen, dass es jetzt erst weitergeht. Kommen wir aber direkt zum Racing und wir starten wie gewohnt mit Race 07 und dort mit der GTP Pro Series. Der letzte Lauf fand dort am 4. Mai in Spa-Francorchamps statt und den Sieg holte sich dort Stefan Konieczny vor Julian Kunze und Christian Knutzen und entsprechend der Streichresultate in der noch jungen Meisterschaft führen diese drei Fahrer die Tabelle nun auch an. In der Teamwertung liegt nun SRSG Save the Ring, bestehend aus Konieczny und Markus Rösch an der Spitze, gefolgt von SRSG Corsa, das sind Gunnar Hiller und Christian Knutzen. Und auf der dritten Position befindet sich aktuell Euronics Gaming, bestehend aus Julian Kunze und Robert Platzk. Um das zweite Grid nicht außen vor zu lassen, Sascha Misterfeld konnte dort gewinnen vor Christian Töner und Robert Oerkwitz. Weiter geht's dann mit der GTP Pro Series am 18. Mai und dort geht's dann auf den Nürburgring, auf die Grand Prix Strecke. Ja, und die Saison ist noch relativ frisch und Entscheidungen sind da noch nicht zu erwarten. Sind wir trotzdem gespannt, wer dort dann eventuell aufs Podium fahren wird. Weiter mit der WTCC Masters und da gibt's leider im Moment nichts zu vermelden, denn die Lobby war beim letzten Lauf nicht verfügbar und deswegen hat man also das Ganze jetzt verschoben. Weiter geht's erst am 27. Mai in Brünn und ja, bis dahin heißt es abwarten, wie sich die Fahrer dann dort schlagen werden. Damit kommen wir schon zu R-Factor und in der REC, da fanden zuletzt die 12 Stunden von Sepang statt. War leider ein relativ schlecht besuchter Lauf, 11 Teams nur am Start. In der LMP2 kam mit Banzai Motorsport kurioserweise sogar nur ein einziges Team ins Ziel. Und damit ist die Meisterschaft auch entschieden. 3Wide Motorsport hat den Meisterschaftstitel in der LMP2 geholt und herzlichen Glückwunsch in diese Richtung. Der Vizemeistertitel in der LMP2 ist allerdings noch nicht entschieden und das gilt auch für die anderen beiden Klassen. In der LMP1 gewann das Team Feder Sport Poland vor KSM Sim Racing und No Limit Team Audi, während in der GTE WH Motorsports vor M-Technology Frucht24.de und den Green Flashes den Sieg holen konnte. Zum Finale am 23. Mai geht's dann auf den Nürburgring und in der LMP1 Klasse, da liegen Feeder Sport Poland und KSM Sim Racing gleich auf. Das heißt, da wird erst die Entscheidung fallen, wer den Meistertitel holen wird. In der GTE liegt M-Technology Frucht24.de 13 Punkte vor WH Motorsports und 15 Punkte vor Banzai Motorsports. Das heißt, M-Technology hat da einen kleinen Vorsprung, während allerdings die beiden Verfolger sich wohl eher um den Vizemeistertitel schlagen werden. Sind wir also sehr gespannt, wie es dann bei dem letzten Rennen laufen wird. Weiter mit GTR 2 und in der GT1 Pro Series haben wir jetzt durch die Pause von zwei Rennen zu berichten und gehen wir erstmal auf das vorletzte Rennen am 27. April in Valencia ein. Ja, gibt's erstmal eine schlechte Nachricht, denn Klaus Zatti hat sich wohl verletzt und ist raus aus der Meisterschaft, konnte in Valencia schon nicht mehr antreten und damit hatten sich dann auch alle Chancen für ihn zerschlagen, noch um die Meisterschaft mitkämpfen zu können. Gute Besserung also in die Richtung. Sein Teamkollege Thorsten Rodewig konnte sich in Valencia allerdings den Sieg holen vor Tobias Kuppe und Herbert Putz. Ja, auch einen Respekt an Herbert Putz, der ist nämlich ebenfalls verletzt, aber ist trotzdem gefahren und hat es aufs Podium geschafft. Also starke Leistung, aber natürlich auch gute Besserung in diese Richtung. Rodewig und Kuppe gingen damit mit einem 3-Punkte-Unterschied zum letzten Lauf am 11. Mai auf dem Nürburgring. Ja, und das wurde dann nochmal richtig interessant.
Allerdings konnte sich Georg Heger dort den Sieg holen vor Tobias Kuppe und Fatih Demirci. Ja, Thorsten Roddewig, der kam nur auf die 7. Position und liegt damit jetzt zum Finale hin 15 Punkte zurück. Und das war dann schon sowas wie die Vorentscheidung. Wird ziemlich brenzlig für ihn, wenn er Tobias Kuppe noch einfangen möchte. Die Teamwertung ist allerdings entschieden. Fanatec DTM R1 bestehend aus Zatti und Roddewig hat den Meistertitel sicher. Herzlichen Glückwunsch vor Metal of Honor Engineering 1 und Team Fanatec DTM R2. Und auch dort ist die Sache so gut wie durch. Wir werden das dann beim Finale am 25. Mai auf Le Mans sehen. Sind wir also gespannt, ob Tobias Kuppe jetzt seinen Vorsprung verwalten kann oder ob Roddewig es nochmal nach vorne schafft und Kuppe tatsächlich sich einen Fehler erlaubt, der ihn um die Meisterschaft bringen könnte. Wir kommen zu den klassischen Rennwagen in der Racers League und damit zu GT Legends. Und dort fand der letzte Lauf der 2 LTCC am 15. Mai statt. Es gab ja zwischendrin die Pause mit dem 1. Mai. Und deswegen haben wir auch nur von diesem einen Rennen zu berichten. Und das fand auf dem Mantor Park in seiner kurzen Variante statt. Ja, und in Schweden haben mal wieder einige Fahrer gezeigt, dass sie trotz allem mit den hohen Zusatzgewichten klarkommen. Aber es gab auch eine kleine Überraschung und darauf werden wir jetzt weiter eingehen. Im ersten Rennen siegte Dominik Pieper vor Robert Schaudernau und Frank Schuster. Ja, und speziell die ersten zwei Piloten waren sehr schwer beladen und haben es trotzdem auf das Treppchen geschafft. Damit waren auch übliche Verdächtige ganz vorne. Im zweiten Rennen konnte Frank Schuster sich dann den Sieg holen, ziemlich knapp vor Robert Schaudernau, der damit ein zweites Mal auf den zweiten Platz vorkam. Dritter wurde allerdings Tobi DD, der damit sein Debüt auf dem Podium in der 2 LTCC feiern konnte. Die Fahrerwertung wird dadurch weiterhin von Robert Schaudernau angeführt, vor Dominik Pieper und Oliver Kilian, der beim letzten Lauf im Mantor Park jetzt nicht dabei gewesen ist. In der Teamwertung führte Brakesman Racing Team 1, bestehend aus Pieper und Schuster, die Tabelle nun an, vor die zwei aus der Boxengasse, Marcel Schimmer und Jochen Richter, während auf dem dritten Platz sich nun No Limit Meets Sackschwitze befindet, bestehend aus Schaudernau und Markus Gerczak, letzterer auch im Mantor Park nicht an den Start gegangen. Weiter geht's bei der 2 LTCC dann am 29. Mai, dann geht's in die Bretagne auf den Circuit du Grand Zambuc. Und ja, den kennen die meisten Fahrer mal wieder nicht, wie das so oft hier in den GTL-Serien vorkommt. Und deswegen können wir sehr gespannt sein, wem die Strecke so entgegenkommt. Bei einigen wirkt sich das Gewicht stärker aus als bei anderen. Und wir sind also gespannt, wie es dort dann laufen wird. Aus der Trans-Am gibt's aber von zwei Rennen zu berichten. Und zwar einmal vom 24. April in Portland und dann vom letzten Lauf am 8. Mai in Detroit. Und wir beginnen mit Portland und dort konnte im ersten Rennen Marcel Schimmer den Sieg holen vor Jan Müller und Stefan Möbus, während der Sieg im zweiten Rennen an Frank Schuster ging vor Marcel Schimmer und Mike Horn. Ja, zu Stefan Möbus bleibt zu sagen, der hat sich aus der Wertung ausklammern lassen und fällt damit nicht mehr in die Gewichtsstrafen hinein und fährt alleine und ja, kämpft da vorne entsprechend ohne Punkte gewinnen um die Positionen. Und das hat man auch in Detroit wieder gemerkt, denn dort stellte er sehr weit vorne im Feld fahrend das Auto kurz vor der Ziellinie ab. Mike Horn gewann das Rennen vor Robert Schaudernau und Marcel Schimmer. Im zweiten Rennen siegte dann Stefan Möbus vor Mike Horn und Frank Schuster. Und somit führt Mike Horn auch weiterhin die Tabelle an vor Robert Schaudernau und nun Marc Ackermann. Entsprechend wird auch die Teamwertung vom SRSG Retro Team angeführt. Horn und Müller fahren dort. An der zweiten Stelle befindet sich Smokey and the Bandit, bestehend aus Jochen Richter und Marcel Schimmer. Und auf dem dritten Platz der Teamwertung befindet sich Dos Calaveras, bestehend aus Michael Groteklaas und meiner Wenigkeit. Weiter geht's dort dann am 22. Mai auf dem Virginia International Raceway. Und ja, die Gewichte verschieben sich wieder ein bisschen und mal schauen, ob da vorne jemand mal den Bann des Mike Horn brechen kann und noch die Meisterschaftspunkte wieder ein bisschen aufholen kann. Kommen wir noch zu R-Factor 2 und im Toyota Celica GTO Cup. Dort fand der letzte Lauf am 6. Mai in Road Atlanta statt.
Siegen konnte dort Carsten Schulze vor Ersin Piner und Christian Bug. Und damit ist nach Einberechnung der Streichresultate Christian Bug weiterhin an der Spitze vor Thomas Wackerbauer und Carsten Schulze. Die Teamwertung wird angeführt von Kappler Simracing, bestehend aus Carsten Schulze und Jürgen Münch. Auf dem zweiten Platz befindet sich aktuell BLR Motorsports mit Christian Bug und Thorsten Kölpers. Ja, Thorsten leider bisher noch bei keinem Lauf dabei gewesen. Und auf dem dritten Platz befindet sich Drace Motorsport, bestehend aus Ersin und Dveran Piner. Der nächste und auch schon vorletzte Lauf dieser kurzen Saison findet am 20. Mai in Palm Beach statt. Ja, und da könnte Christian Bug eventuell schon den Sack zumachen und sich die Meisterschaft holen. Sind wir gespannt, ob ihm das gelingen wird oder ob ihm da noch jemand dazwischen kommt. Ja, und das war's auch schon mit den Racers League News für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Infos braucht zur Racers League und den Serien, ihr findet die ganzen Links alle unten drin. Und wenn ihr Kritik habt oder es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare rein, das würde uns freuen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Racen und ciao, ciao und bis dann.